Moin, 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 meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ethos 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 669. In der letzten Folge haben wir hier mal ganz kurz Halt gemacht und haben auch wieder getankt. Der Liter hat ja nur 1,93 gekostet. Absolut billig, super, super billig. Das ist ja fast spottbillig. Oh, was steht denn da für eine geile Karre, sag mal. Was ist denn das da? Sieht so ein bisschen aus wie der... was ist denn das? 201 Benz? Der W201? 190E? Also vom Spoiler könnte das sein. Die Rücklichter passen nicht ganz. Wenn da dieses... Wenn die noch ein bisschen länger wären. Die C-Säule würde ich auch sagen, passt definitiv. Ja, die Front passt auch nicht so komisch. Ne? Also, das sind aber komische Scheinwerferlinsen hier. Aber so an sich, das sieht auf jeden Fall irgendwie nach 201 Benz aus, ne? W201 oder hier der 190E. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der 190E, ist das nicht ein W201 im Prinzip? Ich habe keine Ahnung, ey. Mit Benz kenne ich mich nicht so wirklich gut aus. Aber die Würfel sind ja auch lustig, ne? Cooler Schlitten. Gelochte und geschlitzte Bremsscheiben, ja wunderbar. Hat aber keine Bremssättel, ne? Bringt ja auch nicht viel. Naja. Meine Freunde, in der letzten Folge, wie gesagt, sind wir nochmal ein bisschen weiter durch Island gecruised. Haben dann hier, wie gesagt, getankt. Haben eine ganz, ganz kurze Rast gemacht. Und haben uns am Ende nochmal so ein bisschen unsere Statistiken nicht angeguckt, aber mal so geschaut, wie das im Moment so mit unseren LKWs und so aussieht. Und mit unseren Trailern und Anhängern und hast du nicht gesehen. Und ich habe jetzt die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben jetzt den DAF. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Ja, wobei es ist 10.30 Uhr jetzt hier gerade im Spiel. In Real Life ist jetzt gerade eher am Abend, aber ist egal. Minka. Schlafmütze. Ja, der Wilson ist dabei und der Grumpy ist auch dabei. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen. Und zwar, den DAF haben wir jetzt von den Kilometer her ja noch nicht so lange. Ne? Das sind jetzt knapp über 5000 Kilometer. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich die LKW doch schon eine relativ lange Zeit ja fahren möchte. Hier so von wegen irgendwie an die 10.000 Kilometer lang und dann kaufe ich mir mal wieder was Neues oder so. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Jetzt ist das allerdings so, dass wir den DAF von der Zeit her gesehen tatsächlich schon einige Monate haben. Ich habe jetzt mal nachgezählt gehabt, in diesen paar Monaten, seitdem wir den DAF haben, habe ich es gerade mal geschafft, irgendwie 16 Folgen oder so zu machen mit dem. Also auch nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, von der Zeit her gesehen ist das... Ja, wir haben ihn schon recht lange. Und... Lisa, quatsch mir doch jetzt mal nicht dazwischen, bitte. Wir haben ihn einfach schon lange und ich hätte mal wieder Bock auf was Neues. Und ich habe da tatsächlich auch schon im Kopf, was ich gerne als nächstes fahren würde. Das ist mir sehr, sehr spontan gekommen. Aber ich habe da noch einen Mod drin, den ich gerne mal ein bisschen ausprobieren und ausfahren möchte. Und das wäre dann allerdings auch wieder ein Truck, der so ein bisschen oldschool behaftet ist. Sehr, sehr oldschool, sagen wir es mal so. Es ist aber ein relativ großer LKW. Also eine relativ große Sattelzugmaschine tatsächlich. Das ist jetzt nichts Kleineres, hier von wegen erste Serie Scania oder ein kleiner SK oder sowas. Nee, ein SK sind wir ja schon gefahren, in erste Serie Scania hatten wir ja auch schon. Aber es gibt da noch eine Marke. Es wurde nämlich mal erwähnt, dass Iveco und Renault ich ja jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr hatte, wo ich ja zustimmen muss tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, okay, ich guck mal so ein bisschen, was ich tatsächlich an Mods so installiert habe und schau mal, ob ich was von diesen beiden Marken eventuell finden kann. Dabei hatte ich dann auch einmal ganz kurz ein Problem mit einem Mod, den ich übrigens rausgemacht habe, nur mal so zur Info, und zwar den MAN TGL, den 7,5 Tonner, den habe ich rausgeschmissen. Ich glaube, den werden wir sowieso nicht wirklich fahren. Also von dem her raus damit, aber ich habe einen LKW entdeckt, den ich schon ganz verdrängt hatte, so ein bisschen. Na, verdrängt ist ein bisschen falsch gesagt. Ich habe ihn einfach vergessen. Ich habe vergessen, dass ich den installiert habe, und zwar den Magnum Integral. Und auf den habe ich so ein bisschen Bock. Dann fahren wir den nächsten LKW nochmal so ein bisschen richtig oldschool, auch weiterhin mit Handschalter und so. Und... machen uns den schön und dann fahren wir mit denen nochmal ein paar tausend Kilometer rum und
dann würde ich sagen, okay, dann gehen wir mal langsam in die etwas modernere Sparte rein mit den LKWs. Und dann schauen wir uns mal aktuellere Modelle an. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch schon mal wieder Bock ein bisschen auf so einen Mercedes, auf den MP4 zum Beispiel oder so. Definitiv, da wäre ich echt voll dabei. Oh Gott, das hier ist ja echt noch... Wie nennt man das? Rüttelpiste? Mann, okay. Irgendwie hätte ich gedacht, das wäre ja doch befestigt, aber ist es anscheinend ja doch nicht. Eieieiei. Das sieht im Innenraum wahrscheinlich schlimmer aus, als es tatsächlich ist, ne? Aber ich finde, so geil ist das hier irgendwie gar nicht. Da werden wir auch schon fleißig überholt, direkt an der Kuppel. Das ist natürlich vorbildlich. Wir haben auch nicht mehr... wir haben noch 93 Kilometer vor uns. Wir sind also schon bald beim Kunden. Was an dieser Stelle vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Wenn ich mir diese Straße hier angucke. Der hinter mir denkt sich auch schon, Alter, was geht denn eigentlich mit dem ab? Der könnte ruhig ein bisschen schneller fahren. Wahrscheinlich könnte ich sogar ruhig schneller fahren, aber ich will das nicht. Und der will mich überholen, vor allen Dingen. Der sieht doch gar nicht, ob da jetzt was kommt oder nicht. Der muss es ja richtig eilig haben. Also so eilig habe ich es definitiv nicht. Und selbst wenn das von der Zeit her knapp wird, dann ist mir das sowas... Wow, scheißegal. Meine Güte, das war aber ein Schlagloch. Oh je. Ich glaube, nach dieser Island-Tour braucht der LKW auch erstmal eine ordentliche Wäsche. Vorne haben wir wieder befestigten Boden unter den Füßen. Beziehungsweise unter den Reifen. Das ist doch schon mal was. Und das hier sieht aus wie eine krasse Bodenwelle. Jawohl. Ich weiß schon ganz genau, warum ich hier abgebremst habe. Hätte ich mir jetzt die Reifen kaputt gemacht. Höchstwahrscheinlich. So, direkt in den vierten hoch. Oh, das war vielleicht gar nicht so schlau. Klasse. Das Gute ist, dass ich mit meiner Wohnung jetzt soweit alles erledigt habe, was ich erledigen wollte. Jetzt geht es nur noch so ein bisschen an Kleinkram. Ich denke mal, das werde ich im Laufe der jetzt kommenden Woche wahrscheinlich hinkriegen, da ich nämlich Frühschicht habe und ich dann noch ein bisschen was vom Tag über habe. Und das ist halt eben das Tolle. Ich schätze mal, dass ich spätestens nächstes Wochenende dann endlich mal wieder dazu komme, Dead Space wirklich aufzunehmen. Und eventuell das Projekt zu beenden und abzuschließen, also wirklich fertig zu machen. Ich habe auch wieder so ein bisschen Bock auf ETS 2, wollte ich schon sagen, auf Dead Space. Also mir kribbelt es da schon ein bisschen in den Händen, wenn ich dran denke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja ein tolles Spiel in meinen Augen, definitiv, da habe ich voll Bock drauf. Ich hätte ja auch die ganze Zeit aufnehmen können, aber dann hätte ich die Facecam weggelassen. Und ich habe mit Facecam angefangen, also mache ich mit Facecam natürlich auch weiter. Es hat sich jetzt nur ein paar Monate irgendwie hingezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange noch brauche mit der Wohnung. Die ist aber soweit jetzt fertig. Ich muss nur Kleinkram jetzt endlich mal anfangen wegzuräumen und Kartons wegzuschmeißen und so noch vom Umzug und sowas. Und dann schäme ich mich, dann schäme ich mich auch nicht mehr für meinen Hintergrund hier. Weißt du, und dann kann ich wieder schön aufnehmen da. Und das Schöne dabei ist, ich habe dann tatsächlich... Mitte März ist dann nochmal ein bisschen was, wo ich ein Wochenende habe, wo sehr, sehr kurz ist für mich. Aber danach definitiv, da werde ich dann bestimmt wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um auch wieder öfter mal aufzunehmen. Und bis dahin dann sowieso. Ja, ich habe mir schon gedacht, für den bin ich sowieso zu langsam unterwegs. Aber bevor ich jetzt hier Traktion verliere, weil ich ein bisschen zu viel Gas gebe und dann stecken bleibe, bleibe ich lieber hier bei diesen 1500 Umdrehungen, mit denen es halt zu funktionieren scheint. Und ich muss jetzt hier mal den Felsen ausweichen. Und du solltest vielleicht auch nicht direkt über die Felsen fahren, weil sonst hast du auch gleich ein Problem. Boah, guckt euch aber mal diese Aussicht hier an. Das ist ja der Hammer. So, da haben wir noch mehr Felsen. Eieiei. Da weiche ich vielleicht gerade auf die falsche Seite aus, aber das ging ja noch. Okay, ich schalte doch wieder runter.
Was ist mit dem hier los? Hat er schon Platten oder was? Genau auf der Höhe von den Felsen, ne? Oh, jetzt fährt er weiter und ich muss jetzt hier drüber. Nee, ich weiche aus. Vergiss es. Mehr oder weniger. Boah. Aber hier die See, die sieht ja mal geil aus, ne? Sehr geil gemacht. Doch, das hat schon was. Da kommen nochmal Felsen. Da kommt auch schon wieder ein Kollege. Dann bleibe ich aber kurz vorher stehen und dann wechsle ich nochmal kurz die Spur, weil, wie gesagt, über die Felsen möchte ich da nicht... Oh, scheiße, da sind ja auch welche. Mal gucken, ob ich genau dazwischen rein vielleicht komme. Oh, nicht wirklich, ne? Oh, Gottes Willen. Oh, natürlich, und der fährt einfach... Ja, genau, macht das so. So können wir das auch machen. So, dritter Gang. Und Retarder rein hier. Mal 3H, dass wir nicht ganz so viel Drehzahl haben. Ja, auf jeden Fall, es war jetzt die letzten Monate ja sehr, sehr viel los. Ich habe es ja immer und immer mal wieder angesprochen gehabt. Ich bin ja umgezogen für einen neuen Job. Ich habe aufgehört mit dem LKW fahren. Ich bin jetzt ziemlich genau 10 Jahre LKW gefahren und es wurde jetzt mal wieder Zeit für was anderes. Ich habe dann 2017 auch nochmal die Ausbildung sogar gemacht zum Kraftfahrer, weil ich mir gedacht habe, okay, damit verdienst du vielleicht ein bisschen mehr. Da hast du vielleicht noch andere Chancen, wie du irgendwie weiterkommst im Leben und in der Branche, sag ich mal. Aber wenn ich jetzt hier so drüber fahre, reiße ich mir die Ölwanne auf oder nicht? Eigentlich will ich es gar nicht ausprobieren, aber ich mach's halt doch. Oh Mann, das war echt nicht cool, ne? Uiuiuiui. Oh, da müssen wir später auf jeden Fall mal gucken, ey. Nicht, dass ich mir irgendwas von der Aufhängung abgerissen habe oder sowas. Oder verbogen habe oder so. Hab dann gedacht, okay, eigentlich wollte ich in dieser Branche bleiben, aber es hat sich dann tatsächlich was anderes ergeben, womit ich nicht gerechnet hatte. Und es hat halt zeitlich und alles, es hat einfach alles gepasst von Anfang an. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht annehme, dann bin ich bescheuert. Und hab's dann halt angenommen, das andere Jobangebot und hab dann halt gewechselt. Und jetzt habe ich mit LKWs so ziemlich gar nichts mehr im Hut. Und auch in der Branche Verkehr, Logistik oder sowas habe ich nichts mehr Mut. Da bin ich jetzt tatsächlich komplett raus. Ich muss aber sagen, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge nochmal ganz kurz angesprochen gehabt. Seitdem ich selber kein LKW mehr fahre, habe ich auf ETS 2 ein klein wenig mehr Bock. Da kann ich das LKW fahren und das Spielen von ETS 2 ein bisschen mehr genießen irgendwie tatsächlich. Und naja, das hatte alles natürlich so seine guten und seine schlechten Seiten, ne? Aber ja, es war dann halt viel los, wie gesagt, Jobwechsel in eine Branche, in der ich absolut nichts verloren hatte, beziehungsweise noch nie was zu tun mit gehabt hatte. Da musste ich mich dann auch erstmal so ein bisschen einlernen natürlich, es war dann auch super komplex alles, das ganze System, PC und so weiter und so fort, die ganzen Programme und das ganze hin und her, kannst du dir nicht vorstellen. War für den Kopf dann tatsächlich schon viel, ich bin jetzt aber im Moment an so einer Stelle, wo ich beinahe fertig eingelernt bin. Nee, okay. Bleib bloß stehen. Mir ist das scheißegal. Der vorne bleibt auch schon stehen. Ist nicht mein Problem, ey. Und natürlich, wie gesagt, dann der Umzug in die völlig neue Gegend. Das Gute ist, ich habe hier Verwandtschaft. Wir wohnen im Prinzip im selben Haus. Jeder hat aber seine Haushälfte im Prinzip. Und wir gehen uns da nicht ständig auf den Sack oder so. Und ich kann hier tun und lassen und machen, was ich will im Prinzip. Und es ist schön. Es ist schön, ich habe mich jetzt auch soweit eingelebt. Wie gesagt, die Wohnung ist so gut wie fertig eingerichtet. Es ist kein großes Projekt mehr hier, was irgendwie noch stattfinden wird, außer vielleicht nächstes Jahr. Da kommen dann nochmal eventuell 2 Räume dazu oder so. Das muss ich dann mal gucken, je nachdem. Und ja, wie gesagt, soweit ist dann alles erledigt für dieses Jahr. Es steht nicht mehr Wichtiges an, nichts mehr Großes und nichts mehr... Wie soll ich sagen, lebensveränderndes oder sowas. Und dann steht dem Ganzen hier mit YouTube und so nichts mehr im Wege. Das Einzige, was ich jetzt nur noch machen muss, ist das Kabel fertig hier in diese Wohnung ziehen für die etwas, ja, die bessere Ausnutzung meiner Internetleitung, die ich hier habe, damit ich nicht mehr per WLAN angeschlossen bin mit dem PC. Und dann würde ich sagen, ist auch nichts mehr im Wege für kommende Livestreams, meine lieben Freunde. Und im letzten Livestream, den ich gemacht habe hier mit ETS 2, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, und das war auch wieder der erste Livestream irgendwie seit über 5 oder 6 Jahren,
Da habe ich dann gesagt, okay, das nächste Mal können wir vielleicht die Ray Valley mal livestreamen oder so. Da hätte ich auch echt Bock drauf. Definitiv. Und wir schauen einfach mal, ne? Wir machen das so, wie es passt, so wie wir Bock haben. Und machen wir dann ganz spontan irgendwie. Und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass ich im September sage, okay, an dem und dem Tag, da machen wir mal wieder einen Livestream, ne? Das wäre doch schön. Also ich hätte da auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. So. Wollen wir vorne rechts abbiegen. Ah, alles klar. Noch 13 Kilometer bis zum Kunden. Also die letzten 100 Kilometer haben sich jetzt wieder gut gezogen, ne? Als ob der zweite Gang... Alter Schwede. Habe ich den aber leicht wieder überdreht hier, ne? Da war ich wieder sehr, sehr optimistisch mit dem zweiten Gang. Hätte 3H wahrscheinlich auch gereicht. Gedacht. Ja, gedacht hat er sich bestimmt einiges, das Getriebe. Ja. Und wenn wir beim Kunden abgeladen haben und vielleicht was Neues aufgeladen haben, je nachdem, ob wir was finden, schauen wir uns mal ganz kurz den Unterboden an, weil ich glaube, dass wir tatsächlich irgendwo an dem Felsen hängen geblieben sind. Und ich würde sowieso gerne mal schauen, wie detailliert hier der Unterboden von dem Dach ist. Und noch einmal rechts. Alles klärchen. So, komm, diesmal nehmen wir 3H. Rechts abbiegen. Das passt doch wunderbar. Warum denn nicht gleich so? Höllenmavik. Ach, guck mal, da ist ein Fahrradfahrer. Boah, ist das nicht ein bisschen kalt? Das sind 0 Grad, ey. Der Wahnsinn. Die Leute hier auf Island, ne? Die kennen aber auch keinen Schmerz. Die kennen gar nichts. Das sieht auch lustig aus da hinten. So, bei uns ist ja im Moment echt gut Hochsommer angesagt. Ey, wir haben schon wieder heute irgendwie an die 30 Grad gehabt. Ich bin am Siffen, Alter. Ich bin echt am Siffen. Also diesen Monat, beziehungsweise im August, mache ich definitiv keinen Livestream. Im August, wir haben ja jetzt schon September. Was laber ich eigentlich für den Müll? Heute ist ja der erste. Jetzt rechts abbiegen. Ich glaube, das Video lade ich dann höchstwahrscheinlich am 2. hoch. Es ist zu warm. Da will ich keine Livestreams irgendwie machen und da irgendwie 5-6 Stunden am PC sitzen oder sowas. Das halte ich nicht aus. Und dann machen wir einen Livestream schön im September, irgendwie gegen Ende September oder sowas. Wenn es dann vielleicht bis dahin ein bisschen abgekühlt hat oder sowas. Weil ich bin hier am Siffen, Alter, das will ich euch bestimmt nicht antun, ne? Es ist halt eben so. Oh, komm, mach mal das Fenster auf. Kühle Gedanken und dann läuft das vielleicht auch ein bisschen besser hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und wo muss ich hin? Och, nö, ne? Ja, dann kommt wieder direkt Traffic. Oh, das ist ja super gemacht hier. So, biegen die ab. Ja, die fahren einfach nur wieder Kreise, ne? Ja, oder sie fahren gar nicht. Na, klasse. Was, stehe ich im Weg, oder was? Hinter uns auch nochmal KI. Das ist ja super jetzt hier. Ach komm, als ob du nicht genug Platz hast jetzt. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen heulen, weil ich nicht genug Platz habe zum Rangieren. Weil ich nämlich genau da rein soll. Und hier vorne die Wand ist. Mal gucken, dass ich vielleicht kurz irgendwo wende. Und dann von der Seite, in die wir jetzt gerade reinfahren, kommen. Oder kann man hier zufällig auf den Firmenhof auffahren? Doch, kann man. Ja gut, dann machen wir es so. Da kommt der gleiche Volvo ja schon wieder. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Der muss ausholen, ne? Das ist ja jetzt klasse hier. So, und ich will hier rein. Aber schön gemacht. Das ist mal wieder was anderes. Ein Layout, was wir vorher noch nie irgendwie wirklich hatten. Etwas, was wir nicht täglich sehen hier in ETS 2. So, die Leute können nicht warten, ne? Die können nicht warten.
Mal gucken, ob das hier was wird heute oder nicht. Bin so ein bisschen unausgeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gestern war ein super, super langer Tag für mich, ey. Aber es hat alles geklappt und ich habe jetzt alles da, was ich haben wollte. Gerade für die Wohnung. Also von dem her hätte es definitiv auch ein bisschen schlimmer kommen können. Ja, du hast auch keine Zeit zum Warten, ne? Mal ganz kurz. Du musst jetzt aber warten und du wartest hoffentlich jetzt auch mal kurz. So, jetzt nehme ich nochmal die Deichse so ein klein wenig in Position stellen. So. In der Hoffnung, dass das hier mit dem Rangieren klappt, ey. Aber ich sehe ja nach hinten so gut wie nichts. Ich sitze so weit weg vom Bildschirm. Ja. Gib mir mal ganz kurz ein paar Minuten, ey. Falsche Richtung gelenkt. Super gemacht, Uwe. Spitzen. Klasse. Oh, das ist jetzt genau der eine Meter, den ich echt vergeigt habe, ne? Oh, das ist aber auch nicht gesund für deinen Auflieger. Na ja, gut. Das ist nicht mein Problem, ne? Hab da auch wieder recht. Ich glaube, das war ein klein wenig zu steil. Meine Güte. Die Leute haben es anscheinend eilig. Na, scheiße. Muss nochmal vorziehen. Das gefällt mir ja ganz und gar nicht hier, was ich mache. Ja. Hier haben wir aber die Mauer. Warte mal, mit welcher Taste nochmal? Mit der 5. Ah, mit der 5 kann ich mich. Okay, alles klar. Danke übrigens nochmal für den Tipp. So, also Uwe, bedenke, die Mauer, die ist ganz, ganz nah dran. Ach, scheiße, aber weiter rüber komme ich dann gar nicht mehr. Ja, da muss er den so nehmen. Anders geht das nicht. Friss oder stirb. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die kommen ja schon wieder. Sag mal, werden die dafür bezahlt oder was? Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht, ey. Scheiße. Also nochmal raus. Ja, was habt ihr heute so vor? Also ich will danach eigentlich nur noch duschen gehen und ab ins Bett. So. Bevor die jetzt alle da gleich nochmal kommen. Mach ich mal kurz die Straße wieder zu. So bringt mir das aber auch nichts, ne? Ich muss über den rechten Spiegel fahren, leider. Was ich ja unheimlich gerne mache. Was sagt die Mauer? Mauer sagt gleich guten Tag. Da kommen sie schon wieder. Ich hoffe, dass das von der Position her jetzt eventuell reicht. Und wir hier relativ gerade den Anhänger gleich reinstellen können. Also relativ gerade ist halt relativ, ne? Schon lange sowas nicht mehr gemacht. Und das merkt man dann gleich. Jetzt würde ich die Deichsel eigentlich ganz gerne gerade machen, ja, oder?
Okay, wir sind an der Mauer vorbei. So, jeden Moment müsst ihr ihn doch annehmen wollen, oder? Jawohl. Gut, damit kann ich arbeiten. Oh, jetzt wäre der Frontspiegel natürlich schön. Den ich mit Absicht abgebaut habe. Weil wegen Optik, ne? War in dem Moment wichtiger. Wäre ganz klar. Ja komm, Uwe, quäl dich nicht mehr. Lad einfach ab. Lad einfach ab. Das wird schon passen. Da wird keiner meckern. Oh, es ist so warm, ne? Ich lasse das Fenster offen. In der Hoffnung, dass mir das echt kühle Gedanken beschert. So, also runter mit dem Zeug. 461 Kilometer sind wir gefahren. Über 15 Stunden haben wir gebraucht. Wahrscheinlich habe ich 5 Stunden jetzt allein fürs Rangieren gebraucht. 238 Liter Diesel haben wir verbrannt. Ja, und wir sind knapp Level 32. Mal gucken, was die Firma so im Petto hat für uns. Vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes. Irgendwie hier so diese Richtung wäre natürlich jetzt gerade ideal. Ich habe aber auch gesagt, ich würde gerne noch weiter in den Westen von Island fahren. Ne? Ob das jetzt hier weiter unten ist oder so. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erkunden gehen. So, und hier hätten wir Thorshavn. Das wäre von der Strecke her natürlich ideal. Ne? Dann hätten wir Island komplett einmal umrundet. Mühlhausen. Das kann ich nicht aussprechen. Das möchte ich auch nicht aussprechen. Aber das wäre, glaube ich, am lukrativsten irgendwie. Ne? Wobei, hier kriegen wir 2 Euro. Aber 1.100 Euro kostet die Fähre. Dann sind wir hier bei 1,8. Ah, das sind trotzdem immer noch mehr als hier. Wir haben mal Herning mit der Dänemark. Das gibt ganz schön gut Geld, aber die Fährkosten belaufen sich auf 3.230 Euro. Von der Richtung sind wir mehr oder weniger gekommen. Vestas. Da sind wir hergekommen. Ah, okay. Also nehmen wir die Tour nach Thorshavn an, oder was? Kommen wir nochmal zurück auf die Färöer Insel. Ja, machen wir das, oder? Für 2,9 können wir das gerne machen. Da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, was ich war ja eigentlich vorhin mit dem Thema und Renault AE Intrigale und so, da war ich ja noch gar nicht fertig. Wir sind den jetzt schon lange gefahren, den dafür. Also nicht weit, aber lange. Von der Zeit her würde ich sagen, reicht das auf jeden Fall. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir diese Island-Tour fertig machen und uns dann langsam wieder Richtung Deutschland begeben. Und sobald wir in Deutschland sind, irgendwie Kassel oder Stuttgart, je nachdem, stellen wir den DAF ab und kaufen uns, wie gesagt, den Renault. Und ich nutze das halt jetzt dann noch ein bisschen aus, dass wir gerade noch über 300.000 Euro haben auf dem Konto, ne? Ich hoffe, dass der Renault Integrale vielleicht auch gar nicht so teuer wird. Ich habe zuerst gedacht, ich hole mir vielleicht einen Iveco. Ich habe mir da mal einen angeguckt, aber so mit den ganzen Individualisieren und sowas, da kommen wir auf gut 250.000 Euro. Und ich habe dann so ein bisschen Bammel, dass das vielleicht für einen Trailer nicht mehr reicht. Nächster LKW wird ja wieder ein Sattelzug. So, was haben wir denn überhaupt geladen? Ich habe gar nicht geguckt. Medizinische Ausrüstung, 3 Tonnen. Ja, da können wir ja die Liftachsen wieder fleißig hochmachen, ne? Da ist der Knopf. Jo, medizinische Ausrüstung. Das gibt wenigstens ganz, ganz gutes Geld tatsächlich. So, gucken wir uns mal die Streckenführung an, bevor wir tatsächlich losmachen. Ah, seht ihr, das ist jetzt ein bisschen schade, dass wir hier echt nicht mehr rumkommen, ne? Ich hätte ja zwar leer weiterfahren können, aber das wollte ich euch jetzt auch nicht mehr antun. Vor allem, weil wir hier echt noch Aussichtspunkte haben. Scheiße. Naja, gut. Hier einen Flughafen hätte ich gerne gesehen. Naja, gut, egal. Wir fahren jetzt erstmal wieder in Richtung Süden. Da, wo wir also hergekommen sind. Wo haben wir das letzte Mal geparkt und getankt? Ich glaube, das war hier, oder? Ja, das war diese Tankstelle hier. Wir fahren also wieder dort runter. Und die Kreuzung, wo wir dann vorhin nach links abgebogen sind, fahren wir dieses Mal nochmal nach links. Das heißt, wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Und dann fahren wir von West nach Ost. Sehen uns dann auch mal die nördliche Küste an. Und fahren dann hier über Sjöfjord mit der Fähre wieder nach Thorshavn rüber. Da gibt es eine direkte Linie, das ist sehr, sehr schön. Und in Thorshavn laden wir dann bei Marine Harvest ab, so wie das aussieht. Ich denke zumindest, dass das hier zu diesem Firmenhof hier gehört. Und danach, wie gesagt, schauen wir mal, vielleicht kommen wir irgendwie direkt über Thorshavn zurück nach irgendwie Skandinavien oder so. Es sieht auf jeden Fall so aus, als gäbe es da ein paar Routen.
Ja, doch, das könnte möglich sein. Oder wir kommen dann halt wieder an die nördliche Spitze von Großbritannien und fahren dann von da aus irgendwie quer wieder runter oder so, keine Ahnung. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und das ist auf jeden Fall die Aufgabe für die nächsten Folgen. Das sind 1463 Kilometer. Heute machen wir auf jeden Fall noch ein paar Kilometer. Wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel, weil wir auch schon wieder bei einer halben Stunde sind. Licht habe ich aus, okay. Licht habe ich an, okay. Feststellbremse raus hier und dann kannst du auch schon losgehen, ne? Oh. Moment, halt, ein bisschen langsamer. Also jetzt mal nochmal ganz kurz zurück. Ich weiß nämlich gar nicht, wo die Mauer aufhört bzw. anfängt. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ah, da ist die Ecke. Ah, jetzt müssen wir natürlich auch noch auf die hier warten, die hier schon das sechste Mal oder so hier durchfahren. Auch der Bus, ne? Also die KI scheint hier ein klein wenig überfordert zu sein. Und der nächste Scania. Immer noch 0 Grad. Das ist in Ordnung. Ein klein wenig lasse ich das Fenster noch offen. So. Jetzt rechts abbiegen. Ja, bin schon voll dabei. So, und ich glaube, ich konnte im Spiel gesehen, dass die Achse hinten am Anhänger auch oben ist. Das ist schon mal sehr gut. Das einzig Blöde ist jetzt natürlich, dass wir wieder über die unbefestigte Straße fahren werden. Wir biegen hier tatsächlich die ganze Zeit nur rechts ab, ne? Die KI-Fahrzeuge. Der ist wahrscheinlich auch schon das vierte Mal hier durchgekommen. Ja, tatsächlich, der Volvo biegt schon wieder rechts ab. Na gut, sein Problem, nicht meins. Wahrscheinlich weiß es sein Navi auch nicht mehr weiter und er biegt halt immer nur rechts ab. In der Hoffnung, dass er dann irgendwann irgendwo ankommen wird. Ach verdammt, wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Ich wollte mir doch den Unterboden angucken. Ja, voll verpeilt. Voll verpeilt, aber ich werde jetzt hier nicht nochmal rechts irgendwie stehen bleiben oder so. Na, kriegt das hin im fünften Gang? Aber sicher. Wir haben ja nur 3 Tonnen geladen. Der Aufbau vom Anhänger ist wahrscheinlich schwerer als das, was wir geladen haben. Nach 200 Metern links abbiegen. So, jetzt können wir aber eh unterschalten. Links abbiegen. So, einmal links geguckt, einmal rechts geguckt, nochmal links geguckt. Da kommt zwar was. Aber ich hoffe, der bremst bzw. biegt ab. Er hat den Blinker aber nicht gesetzt. Ne, der biegt nicht ab, tatsächlich. Da habe ich ihm echt die Vorfahrt geklaut, ey. Naja. Passiert. Shit happens. Meine Güte, ist das warm, ey. Ich bin hier am Siffen, ne? 9 Euro. Oliver, Alter. Krass. Davon kriegst du ja heutzutage nicht mal mehr ein Menü bei Macis oder so. Naja, immerhin plus. Mittlerweile muss man das ja irgendwie so sehen, ne? Gott sei Dank machen die Leute ja wenigstens plus. 9 Euro. Okay. Ist okay. Ist okay. Es ist so warm, das ist der absolute Wahnsinn. Und dann natürlich mit den beiden Bildschirmen und dann der PC da hinten noch, der dann die Wärme abgibt. Ne? Das ist dann halt locker mal irgendwie 10 Grad plus. Also 10 Grad mehr, als es tatsächlich irgendwie ist. Das ist schon eine Hitze hier. Also mal in den fünften geschalten. Mann, wir sind doch hier auf Meeresspiegelhöhe, oder? Da kannst du mir nichts anderes erzählen. Wahnsinn. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Also, ich habe es jetzt bestimmt schon 30 Mal gesagt oder so, aber ich finde, Island ist sehr, sehr geil geworden. Hier auf der Pro Mods. Macht schon Heidenspaß. Aber
Einerseits bin ich noch ganz, ganz froh, wenn wir wieder irgendwo in Mitteleuropa oder so unterwegs sind. Können uns ja schon mal so grob entscheiden oder überlegen, wo wir dann mit dem Magnum Intrigale so hinwollen, in welche Himmelsrichtung. Was haben wir denn schon lange nicht mehr gehabt? Irgendwie Spanien und sowas vielleicht? Irgendwie Frankreich, Spanien? Das würde ja so ein klein wenig zu Renault passen. So Ostblock habe ich jetzt nicht so ganz, ganz, ganz viel Lust. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht fahre ich nach Spanien. Mit dem Mac-Motor. Mit dem Mac-angetriebenen Renault Magnum bzw. AE Intrigale. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz coole Nummer. Das Lustige ist auch, ich habe erst vor einem Abend bin ich da gesessen und habe überlegt, der DAF ist ein schöner LKW und so. Ich finde ihn ja auch top in Ordnung. Also ich habe da wenig zu meckern an einem LKW, aber der kratzt mich so ein klein wenig im Auge. Das ist halt jetzt, weil er mich noch an die etwas ältere Zeit erinnert. Ältere Zeit, ne? Das klingt auch so krass übertrieben. An die Zeit erinnert, wo ich jetzt halt noch vor dem Umzug und so, und da hatte ich schon mit einigen Sachen zu kämpfen und so. Es ist jetzt nicht so, es soll sich nicht so anhören, als würde ich ihn gerne loswerden oder so, aber ich habe einfach wieder mal Bock auf was Neues und es wird auch langsam mal wieder echt Zeit, weil, wie gesagt, denn da fahren wir jetzt schon echt lange Zeit. Es sind zwar insgesamt jetzt irgendwie nicht mal 20 Folgen geworden oder so, von den Kilometern her ist das halt echt relativ wenig. Oh, hier kommt schon wieder so eine Bodenwelle. Aber von der Anzahl her der Folgen ist das eigentlich fast so viel wie bei den anderen LKWs auch. Also von dem her können wir ruhig mal langsam wechseln eventuell. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Sag mal, als ich hier runtergekommen bin, hatten wir doch die ganze Zeit die Scheißfelsen auf der rechten Seite. Warum haben wir jetzt die Felsen schon wieder auf der rechten Seite? Das macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. So, alle Achtung mal hinter mir. Ich wechsle mal ganz kurz die Spur. Wechsle aber direkt wieder rein, nicht, dass der mich hier wieder rechts überholen will. Straßen, ne? So, mal nach vorne gucken. Werden wir gerade überholt. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Gas. Ich will in den Berg hier auch hochkommen, aber da kommen schon die nächsten Felsen. Oh. Dann fahre ich nochmal auf die andere Spur auf. Oh, da kommt einer. Scusi. Scusi. Echt leid für den. Oh, Gott sei Dank haben wir nur 3 Tonnen geladen gerade. Jetzt wenigstens nicht große Probleme gehabt, hier hochzuziehen. So, den nächsten Felsen. Den weiche ich mal in diese Richtung hier aus. Soweit es geht. Ach, cool. Ich meine, was heißt cool? Es ist halt mal echt was anderes hier. Das haben wir ja auch nicht jeden Tag. So, was ich jetzt hier mache, würde ich in echt niemals machen. Von wegen rechts in den Schnee rein. Niemals würde ich das machen. Du weißt nicht, was unter dem Schnee ist. Und du weißt nicht, wie weit du einsinkst, wenn du einsinkst. Was du im Schnee höchstwahrscheinlich tun wirst. Ich würde sagen, da passen wir genau dazwischen, ne? Ja. Sehr schön. So, Bodenwelle voraus. Achtung, es wird gebremst. Das sieht aber auch schon wieder super arg hoch aus hier. Das tut beim Zugucken ja schon echt weh, ne? So. Ich glaube, da kommt aber nochmal so eine Passage, ne? Es waren 2, meine ich. Das war hier drüben da. Ich glaube, das ist auch unbefestigt gewesen.
Wird schon langsam wieder dunkel, ne? Es ist 5 vor 8. Man merkt, die Tage werden langsam wieder kürzer. Ich weiß jetzt nicht, warum der nicht fertig überholt hat. Vielleicht war ich dem ein bisschen zu weit in der Mittelspur. Aber er blinkt immer noch. Aber er überholt mich fertig. Nee, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Der kann sich auch nicht entscheiden, der Kollege. Hallo? Oh, ich habe vergessen, den Hebel runterzumachen. Hier fängt das ja noch gar nicht an. Dort drüben wird es wahrscheinlich anfangen. Gedacht, jetzt kommt wieder so eine böse, böse Bodenwelle. Ja, hier kommt das. Und nach hinten ist nicht so wild. Nach hinten, nach unten meine ich, nach hinten. Ah, heute bin ich aber auch geistig verwirrt irgendwie. Nach unten ist nicht so wild, da kann man sich ein bisschen fallen lassen, aber wenn dann eine Bodenwelle nach oben geht, ist das natürlich ein bisschen schlecht für die Reifen. Aber er will nochmal überholen. Direkt vor der Kurve, das ist aber mutig, ey. Hätte ich nicht gemacht. Definitiv nicht. Ey, Leute, mir läuft hier die Siffe, ne? Ich wusste gar nicht, dass man an den Ellenbogen schwitzen kann. Ja, geil. Also mein nächstes Ziel ist definitiv einfach nur noch kurz nochmal raus heute. Und wenn es nur Balkonien ist. Da haben wir eine Schneeverwehrung, da muss man natürlich ausweichen. Der eine will jetzt überholen, das war auch noch Police. Geil. Der wird mich jetzt wahrscheinlich gleich rausziehen wollen und gleich mit mir schimpfen wollen. Komm, jetzt muss aber Gas. Gib nicht Gas. Das wollte er echt nicht fertig überholen, alles klar. Oh, das wäre jetzt fast der falsche Gang gewesen. Puh. Eieiei. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Es ist zu warm. Oh Gottes Willen, es ist einfach zu warm. Es ist zu warm. Ich will jetzt einfach gleich Balkontür aufreißen und mich kurz mal in den Wind stellen, weil das ist ja das Gute. Draußen ist, da geht wenigstens der Wind. Es geht ein Wind. Alter. Aber hier in der Wohnung merkst du halt nichts von, ne? Oh, endlich. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen entspannen hier. Mann. War ja auch eine Aktion jetzt schon wieder. Ey, Freunde, ich halte es nicht mehr lang aus. Wisst ihr, was ich mache? Es tut mir echt leid für diejenigen, die jetzt damit gerechnet haben, dass ich die Stunde heute wieder voll mache, aber das, nee, das ist mir ein bisschen zu viel bei der Hitze. Ich werde jetzt an die Tankstelle fahren, an der wir schon mal stehen geblieben sind und machen dafür heute Rast. Ein letztes Mal. Nach 200 Metern links abbiegen. In der nächsten Folge fahren wir dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Vielleicht mache ich zum Ausgleich aus der nächsten Folge 1,5 Stunden. Jetzt links. Aber ich, heute, tut mir leid, ey, heute ist es einfach zu viel. Heute ist einfach zu viel des Guten. Suskis, gestern war es ja auch ziemlich, ziemlich warm gewesen. Die Route ich habe aber davon gestern, wie soll ich denn sagen? Also ich habe davon schon einiges gemerkt, vor allen Dingen, weil ich ja hier eine Wohnung weitergeschafft habe. Aber ich weiß nicht, es kam mir nicht so schlimm vor. Heute kommt es mir vor allen Dingen in der Wohnung etwas schlimmer vor. Also, für diejenigen, die sich gefragt haben, warum ich jetzt hier weitergefahren bin und nicht gleich rechts abgebogen bin in die Tankstelle, das hat zwei Gründe. Erstens will ich mich in diese Richtung hinstellen, in die ich weiterfahren muss. Damit ich nicht vergesse, dass ich hier in diese Richtung weiterfahren muss. Und zweitens, weil ich hier das Stück Straße erkunden wollte, dass das auf der Karte markiert ist. Ist natürlich auch bescheuert, aber so bin ich halt eben. So, und da wir ja hier nicht irgendwie übernachten oder so, stelle ich mich einfach so hier hin. So, mit dem Anhänger, wenn der Anhänger so steht, dann kommt er auf jeden Fall mit seinem kleinen Radlader da raus. Ist kein Problem für den und, Alter. Puh. Boah, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, es ist viel zu warm. Es ist viel zu warm. Es tut mir echt leid. Wir sind hier bei einer Dreiviertelstunde. Das reicht für heute. Ich habe vorhin noch Derail Valley aufgenommen. Da habe ich es schon gemerkt. Aber ja, ist ja auch egal. Meine lieben Freunde, dieses Video geht am Montag online. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, wunderschönen Start in die jetzt kommende Woche. Und falls ihr Bock drauf habt, guckt auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Irgendwie, da habe ich noch ganz andere Spiele Let's Played in vor einiger Zeit. Ist schon lange, her. Aber falls ihr irgendwie Bock habt auf Metro zum Beispiel oder sowas, die Metro-Reihe. Ich habe 2033 und Last Light gespielt zum Beispiel. Die Need for Speed-Reihe. Das sind schon uralte Videos, aber wer weiß, vielleicht interessieren sie euch. Und wenn ihr aktuelleres Zeug sehen wollt, Derail Rally habe ich im Moment im Angebot. Sind mittlerweile auch jetzt aktuell knapp 60 Folgen online. Und es kommen noch ein paar auf jeden Fall. Es macht nämlich echt wieder sehr, sehr viel Bock. Und ja, mal gucken, wie viel noch kommen wird tatsächlich von Derail Valley. Wir fahren da übrigens gerade eine Dampflok. Also, falls ihr daran irgendwie Interesse habt oder sowas, ne, ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ansonsten, keine Ahnung, lasst ein bisschen Feedback da. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.